Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Uwe Hildmann, Ihr Internetunternehmensberater. Ja, gestern hatte ich ein Online-Seminar mit meiner Mastermind-Gruppe aus den USA und da gab es eine interessante Information, die ich gerne Sie weitergeben möchte. Und zwar hat jetzt Amazon eine sogenannte Autorenseite eingerichtet. Auf der deutschen Version können wir hier mal kurz drauf gehen. Auf dieser Autorenseite können Sie, wenn Sie Autor sind, auch einen Beitrag veröffentlichen, können Ihre Autoreninformationen verlinken, Ihre Biografie, Website, Informationen, Blogs, was auch immer. Und stellen Sie jetzt mal vor, dieser unglaubliche Traffic, der von Amazon kommt, mit mehreren Millionen Besuchern am Tag, wenn dort von Ihrer Seite in Amazon ein Link auf Ihre Seite gesetzt wird, was das für einen Backlink-Effekt hat, möchte ich Ihnen ja wohl nicht erzählen. Das ist unglaublich. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt ganz kurz, wie Sie also einen Autorenstatus erreichen können hier, also besser gesagt, wie Sie eine Autorenseite erstellen können. Natürlich brauchen Sie dafür ein Buch, was Sie veröffentlicht haben. Das heißt, diese Information jetzt hier richtet sich hauptsächlich erstmal an Autoren. Aber in einem Kurs, den ich veröffentlichen werde, in ein paar Wochen, werde ich Ihnen auch genau erzählen, wie Sie Autor werden, wie schnell das geht und wie Sie innerhalb von wirklich wenigen Stunden ein Buch veröffentlichen können. Mein Rekord liegt bei knapp 15 Minuten, mein Buch zu veröffentlichen bei Amazon. Also, das ist möglich, aber wenn man es in Ruhe machen will, dauert es ein bisschen länger. Ja, die Informationen werden kommen. Das Produkt wird dann heißen der Beraterbooster und das können wir da entsprechend hineinschicken. So, anstelle einen Schritt zurückgegangen, weil das habe ich ganz übersehen. Sie müssen also erst die Nutzungsbedingungen von Autorzentral noch bestätigen. Sie können es in Ruhe durchlesen. Ich persönlich muss sagen, ich habe es nicht durchgelesen. Ich gehe einfach auf Annehmen. Weil Sie können nichts daran ändern. Also wenn Sie es machen wollen, müssen Sie es unterschreiben und müssen quasi auf Annehmen klicken. Sie können sich ändern. Also von daher, warum auch so groß noch durchlesen. So, jetzt sehe ich also, aha, hier, ich bin der Autor dieses Buches. Dann sage ich hier, ja, ich bin der Autor dieses Buches. Und da kann ich es entsprechend dann noch hier bestätigen. Jetzt bekomme ich eine Bestätigungsadresse, eine E-Mail an meine Bestätigungsadresse geschickt. Und sobald das gemacht worden ist, das kann ich mal hier entsprechend anklicken. So, jetzt bekomme ich die Bestätigung hier zugeschickt. Das öffnet sich gerade im anderen Fenster hier. So, dann das mal ein bisschen anpassen, dass es auch noch dann hier reinpasst. So, dann sieht man also hier, dann bekommt man diese Bestätigungs-E-Mail. So, und dann kann man entsprechend in seine Seite gehen und die Seite überarbeiten. So, kann man also hier Foto und Biografie hinzufügen, Liste der Bücher anzeigen und bearbeiten, dann Blick ins Buch, das ist der Service von Amazon, wo quasi das Buch durchsuchbar wird mit ein paar Seiten. Das ist sehr gut, um den Verkauf zu steigern. Und Amazon Partner, natürlich um Amazon als Affiliate-Programm zu verwenden, wenn Sie selbst Bücher bewerben wollen auf Ihrer Webseite. Gehen wir mal kurz auf die Biografie-Seite. So, und machen das mal jetzt nur in Kleinigkeiten. Sie können es dann entsprechend ausführlich noch machen. Das ist jetzt nur eigentlich ein Tipp in ein paar Minuten, dass Sie sehen können, dass das geht und wie schnell und einfach das eigentlich geht. Wie gesagt, wie Sie selbst Bücher veröffentlichen können, um als Amazon als Autor gelistet zu werden, zeige ich Ihnen dann auch später in einem weiteren Video. Ich werde das wahrscheinlich sogar vorher noch auskoppeln, bevor mein Produkt, der Beraterbooster, veröffentlicht wird. Werde ich wahrscheinlich vorher noch das kleine Video auskoppeln, wie Sie selbst schnell und einfach Bücher veröffentlichen können. So, jetzt dauert ein ganz bisschen, bis das Profil hier aufgerufen wird. Da ist es so, Biografie, da kann man ein bisschen was dann zu sich selbst schreiben. Ich werde mal nur hier auf die Autorenfotos gehen und da entsprechend dann mal draufklicken und das Foto hinzufügen. Dann kann man kurz hier Datei auswählen. Schnell sehen, wo wir hier entsprechend die Informationen haben. Dass hier alles schnell gehen muss, will es man nicht. So. Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier. Oder das hier. Kann man ja später ändern, geht es nur darum, einfach mal ein Foto hochzuladen.